Lange habe ich es versprochen, lang ist's her. Wir reden heute über eine Marke, über die niemand spricht, weil sie kaum jemand kennt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor einem halben, dreiviertel Jahr bereits über NARM gesprochen habe. NARM ist eine Marke, die es aktuell exklusiv im Rossmann Onlineshop gibt. Und wir hatten damals schon den ein oder anderen Treffer und es sind super viele neue Produkte online gekommen, weswegen ich einige Sachen bestellt habe, die wir jetzt einmal auf Herz und Nieren testen. Beziehungsweise habe ich einige Produkte natürlich schon auf Herz und Nieren getestet, das ein oder andere Produkt habt ihr natürlich auch immer mal wieder zwischendrin gesehen, aber es gibt so viele Neuheiten und ich sage es immer wieder, aber ab und zu gibt es so ein paar Marken, die in den Filialen sind, die meines Erachtens nach da vielleicht langsam ihren Zenit überschritten haben und vielleicht Platz für neue Marken machen könnten. Und ich habe gute Hoffnungen, dass NARM so eine Marke ist, die eventuell irgendwann mal auch stationär in die Filialen kommen kann. Und damit wir einfach mal so ein bisschen schauen, was kann die Marke, woher kommt die Marke, probieren wir das Ganze aus. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Keine Ahnung, wann dieses Video online kommt. Ich habe es lang versprochen, aber ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Ganz kurz zu NARM. Kein bezahltes Video. Ganz klar vorneweg. Ich habe die Sachen selber bestellt. Es gibt bei NARM und vor allen Dingen online. NARM ist eine Marke, die aus Polen kommt, die in Polen wohl schon sehr erfolgreich ist und jetzt auch nach Deutschland gekommen ist. Sie ist bei Rossmann exklusiv online erhältlich. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube, NARM sitzt an einer Puderfabrik. Die haben so viele verschiedene Puderprodukte. Ich habe einige schon getestet, alle sehr, sehr gut sind. Ich blende euch hier mal ein bisschen was ein, wie viele verschiedene Produkte es auf der Webseite gibt. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die cremebasiert sind, ne? Sei es Mascara, Lippenstifte, Liquid Lipsticks, Foundations. Und der Vorteil ist, und da hatten wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, ist, viele Firmen produzieren mittlerweile in Polen. Und das sehr, 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 sehr gut. Die wollen natürlich aber auch was verdienen. Und was ist, wenn die Produktionen der anderen Firmen, also das ist ja einfach nur eine Fabrik, die ihre eigene Make-up-Marke rausbringen, die dadurch dann natürlich nochmal andere Qualitäten haben kann und eventuell teilweise sogar günstiger ist. Wir quatschen gar nicht so viel, wir starten direkt mit dem ersten. Es gibt eine lose Mineral Foundation. Die will ich jetzt aber nicht benutzen, weil ich nicht so die Pudermaus bin. Aber es gibt diese hier. Wir hatten damals die Caviar Foundation, die mir schon sehr, sehr gut gefallen hat. Die war aber sehr deckend. Und aktuell bin ich ja so ein bisschen eher die natürlichere Maus und habe hier die Perfect Lift Foundation gefunden. Natural Buildable Coverage, langanhaltend. Langanhaltend, ja. Wahnsinn. Kommt in einem Glasflakon, sehr, sehr edel, sehr, sehr hochwertig. Das ist die mit dem silbernen Deckelchen. Und ich habe sie jetzt hier in der Farbe True Neutral. Es gibt verschiedene Farben, auch eine sehr, 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 sehr helle Farbe habe ich gesehen. So sieht die einmal aus. Ist erstmal wirkt sie recht dick und pastig, aber Farbe könnte ziemlich, ziemlich gut passen. Du brauchst wirklich nicht viel. Das ist eine Foundation, bei der ich es finde, dass sie, je weniger du drauf hast, desto schöner sieht sie aus. Und ich arbeite jetzt ganz leicht, ne? Ihr seht das. Ich gebe euch gleich mal so eine Technik mit. Ich habe hier die meiste Menge an Produkt und blende das erstmal auf der Hand aus und nehme dann mit dem Pinsel das Produkt auf. Presse mir das einfach hier ins Gesicht. Gibt auch Primer. Ich hatte den auch schon mal getestet. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch das Video einmal hier in der Ecke oder einmal schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Einfach auf meinen Kanal gehen und dann könnt ihr in die Suchleiste Maxim Nam eingeben. Und da kommt ihr dann auch da drauf auf das Video. Die Primer haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt schaut euch bitte einmal diese Foundation an. Wie schnell das ging. Die ist so gleichmäßig. Ich drehe mal die Lichtspitze hier weg. So gleichmäßig. Farbe passt perfekt. Vom Unterton ist sie sehr neutral. Alles abgedeckt. Das Finish, und das habe ich nicht gedacht, weil die andere, die ich damals getestet hatte, war sehr, sehr matt, würde ich schon fast sagen. Das ist so ein luminous Finish, aber nicht so speckig. Was sehr, die sieht so leicht auf der Haut aus, obwohl sie so eine gute Deckkraft hat. Ich finde sie vom Finish her, würde ich sie fast gleichsetzen mit der House Labs Foundation. Habe ich gesagt, ne? Die House Labs Foundation hat ja auch so ein sehr vernetztes Finish auf der Haut. Und jetzt schaut euch mal den Unterschied an, ne? Ohne dass es zu schwer ist. Das ist ja das Problem bei diesen super pudrigen Foundations, ne? Wenn du zu viel Puderpigmente in der Foundation hast, sieht das Ganze sehr schnell sehr, sehr speckig, sehr, sehr krustig aus. Hier nicht. Ich habe sie natürlich die letzten Tage auch schon ein bisschen getragen, einfach um zu schauen, wie sie hält. Ich finde, je weniger du benutzt, umso schöner wird sie. Das ist nämlich genauso, und deswegen komme ich ja darauf, genauso wie bei der House Labs Foundation, du musst nicht eine bestimmte Menge auftragen, um eine bestimmte Funktion der Foundation zu erreichen, sondern du kannst auch, ich gehe jetzt nicht mehr rein, ihr habt den Bupsi gesehen hier, ne?
Ja, hier muss ich ein bisschen mehr nehmen, da habe ich nämlich gerade einen Besucher bekommen. Ausgeglichen, ohne dass es zu schwer ist. Und das ist unglaublich schön. Die hält sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, dass das auch eine Foundation sein kann, wenn ihr eine texturiertere Haut habt. Wobei ich da auch gleich hier nochmal die Puder Foundation mit euch einmal ausprobieren möchte. Ich weiß, dass nämlich viele Mäuse von euch nach dem Video mit meiner Mama einfach gesagt haben, dass ihr lieber Puder-Foundations benutzt, weil ihr das Gefühl nicht mögt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eine Foundation im Gesicht habe. Na klar, du hast was im Gesicht, aber sie sieht so, ich fühle euch gleich nach ran, so perfektioniert aus. Und jetzt habe ich euch nochmal ganz, ganz nah rangeholt. Schaut euch das mal an. Also, alles ist so ausgeglichen. Na gut, hier kann man nichts mehr ausgleichen. Wunder, wunderschön. Finish fast genauso wie das House Labs Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das Video schon online gekommen ist. Aber falls, kommt nochmal hierher. Wahnsinn. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Es gibt auch hier, das hier. Die Loose Mineral Foundation. SPF 25. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie man die so richtig benutzt. Eigentlich würde ich fast sagen, mit einem Pinsel. Ich weiß es aber nicht. Wir probieren es jetzt mal kurz am Hals, weil ich dieses Finish nicht kaputt machen möchte. Ihr habt hier einfach eine Mineral Foundation. Wir probieren es mal hier. Die sieht so ein bisschen glowy aus, ne? Ich dachte, dass so Puder-Foundations immer so super, super trocken sind. Aber, habt ihr das gesehen? Schaut mal mein Ohr. Also ist jetzt nicht die richtige Farbe. Und das muss ich, glaube ich, nochmal extra ausprobieren. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil das vielleicht ein bisschen zu. Da sind jetzt zu viele Punkte, die jetzt schief gehen können, weil ich es einfach auch nicht kann. Aber es gibt, wie gesagt, 100 verschiedene Puder. Es gibt einen Soft Cotton Powder. Es gibt einen Brightening Under Eye Powder. Es gibt einen Super Silky, Super Smooth Powder. Es gibt das Wonder Finish Loose Powder. Das Setting Pink Powder. Es gibt wirklich, ohne Witz, weiß ich nicht wie viele, 20, 30 verschiedene Puderarten, die wirklich überall sind. So, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist einmal das Wonder Finish Loose Powder, das Setting Pink Powder, das hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist sehr, sehr pink. Das ist sogar fast so pink wie das von Huda Beauty, hinterlässt auf der Haut aber ein deutlich pinkeres Finish. Also wenn euch so pinke Puder interessieren, das hier sehr, 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 sehr gut. Wir probieren jetzt mal das Loose Finish, Wonder Finish Loose Powder in der Farbe 03 Vanilla. Ihr habt einen Spiegel hier hinten mit drin. Eine Puderquaste, sehr, sehr dick. Nicht so diese billigen Dinger. Okay, es riecht nicht. Ich gebe mir erstmal ein bisschen was in meine Hand hier. Sehr, sehr weich. Sehr fein gemahlen. Wir probieren jetzt mal damit kurz meine Stirn zu fixieren. Probiert mal mit so einem Foundation Brush eure Stirn zu setten. Wir gehen jetzt mal rüber. Schaut euch mal meine Stirn an. Seht ihr diesen Streifen? Also, wo es fixiert ist und wo es nicht fixiert ist? Das hat natürlich eine Deckkraft. Oh la la. Ja, warte mal, Spiegel. Ach krass. Also, ich würde auch fast sagen, dass das wie so eine Art Foundation Puder ist, weil es ja doch schon eine recht gute Deckkraft hat. Aber das hat das Ganze so super. Du siehst ja gar nichts mehr. Oh, das gefällt mir gut. Wenn ich mir jetzt hier noch ein bisschen Bronzer hingebe. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Also das ging sehr, 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 sehr einfach und sehr, sehr schnell. Wie hieß es? Wonder Finish Loose Powder. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Für unter die Augen nehmen wir gleich das Setting Pink Powder. Base bis jetzt sehr, 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 sehr spannend. Ich probiere jetzt auf der einen Seite mal dieses Vanilla Powder, wobei ich da ein bisschen Angst habe, dass es vielleicht für unter die Augen etwas zu dunkel sein könnte. Microfiber Multitool Mini. Erstmal in die Hand und dann ganz leicht hier rüber. Ja, ist ein Ticken zu dunkel, die Farbe. Aber hat halt eine Deckkraft, ne? Wow. Okay, das könnte was sein, wenn ihr eigentlich eher so eine leicht, so eine Puder-Foundation benutzen wollt, ne? Das ist jetzt sehr dunkel. Wir probieren es mal aufzuhellen mit dem Pink Powder. Das ist richtig krass. Schaut euch das mal an. Das ist aufgehellt. Das Pink Puder gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Damit kann man dann halt auch wieder so ein bisschen aufhellen, ne? Wenn es gerade mal doch vielleicht ein bisschen zu dunkel geworden ist. Was sehr, sehr gut. Ist jetzt sehr, sehr viel Puder. Ich will euch einfach die Produkte irgendwie nur demonstrieren. Denn es gibt ein Produkt. Das kennt ihr schon von mir. Ich habe das aus der Verpackung rausgeholt. Das kam in so einer Pappverpackung, so dass man sie gut rauspotten kann. Das ist der Face Powder in der Farbe Cold Nude. Das war damals, glaube ich, die perfekte Farbe, um zu konturieren und zu bronzen. Sehr, sehr kühl. Der ist kühl. Ich finde, da muss ich mir auch ein bisschen selber auch die Fahne schreiben. Diese Puderprodukte sehen meistens auf der Haut immer ein bisschen schöner aus als Cremeprodukte.
Es ist so ein sehr, sehr kühler Bronzer, mit dem du einfach konturieren kannst. So, und jetzt nehme ich mal das Baking Puder weg. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich sehe ja aus wie glatt gebügelt 2000. Wir brauchen Blush und daher habe ich hier den Rouge mit samtig weiter Textur für ein angenehmes Hautgefühl. Wild Moment. Das ist ein Hot-Ton, ne? Also der ist intensiv. Könnte ein bisschen gefährlich werden. Ja. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, mag ich eher Pudertexturen oder mag ich eher Cremetexturen. Bei Pudertexturen ist es einfach einfacher, sie zu verblenden. Schaut mal, wie. Das ist ja ein perfekter Übergang zwischen Bronzer, zwischen Kontur, zwischen dem Blush jetzt hier noch so ein bisschen auf die Nase. Und dann gehe ich, das ist mein Geheimtipp, immer mit ein bisschen hier rüber, weil die Stirn ist bei uns, die viel, nicht bei allen, der größte Bereich im Gesicht, wo nichts ablenkt, ne? Hier haben wir das Auge, hier haben wir die Nase, hier haben wir den Mund, ich habe jetzt hier auch noch einen Bart. Aber dieser Bereich ist einfach leer. Und der sieht manchmal sehr plakativ aus, wenn das einfach nur glatt gebügelt ist mit Foundation. Deswegen gehe ich da nochmal so ein bisschen mit Blush rüber, decke hier meinen kleinen Besucher ab und habe eine unglaublich matte und damit sehr, sehr langanhaltende Base. Ich werde das Ganze jetzt einmal fixieren, damit das richtig schön mit Feuchtigkeit aufgesaugt werden kann. Nur so ein Hauch und Freunde, wir sind noch lange nicht durch. Was NAM sehr, sehr gut kann, und das ist mittlerweile einer meiner liebsten Lipglosse oder Lippenkombinationen. NAM kann sehr, sehr gut Lippenprodukte. Die haben eine Vielzahl an verschiedenen Liplinern. Ich habe hier auch bei mir am Tisch immer einen stehen. Das ist die Farbe Perfect Nude. Das sind für mich mit die besten Lipliner, die es gibt. Schaut mal, eine Linie cremig. Die trocknen dann auch so ein Stückchen runter und dann halten die wirklich sehr, sehr gut. Du kannst sie auch komplett über deine Lippen geben und du drehst es hier hinten raus. Aber eine der größten Empfehlungen von mir der Marke sind die Comfy Liquid Lipsticks. Ich weiß, viele mögen Liquid Lipstick nicht mehr. Ich auch nicht mehr so, weil sie einfach zu trocken sind. Aber diese Comfy Liquid Lipsticks sind so ein Hybrid zwischen ähnlich wie die Vinyl Inks von Maybelline, aber nicht so super glossy. Ich habe hier die Farbe Rose Nude. Spannendes Füßchen. Das ist übrigens dasselbe Füßchen wie bei dem Natasha Denona Concealer. Eine Farbabgabe. Unglaublich. Und du brauchst nicht viel. Also, so ein Swipe kannst du auch aufbauen, aber ist halt unnötig. Kurzen Moment antrocknen lassen und dann fixiert er sich zwar von selber, wird aber nicht so trocken und auch nicht so super glossy. Also so wie er jetzt ist, ein bisschen weniger wird's noch. Und dann sieht er richtig toll aus. Und die als Blushes sind halt echt krass, weil die halt erstmal Farbe, ich liebe ja diese Sad Beige Blushes. Kriegen wir das noch hin? Weiß ich nicht. Aber jetzt schon so viel Puder drauf. Ganz leicht hier einfach nochmal rüber für so einen glossy Effekt. Die halten halt, ne? Probier das mal aus. Liquid Lipsticks, diese Comfy Liquid Lipsticks als Blushes. Full Coverage, aber trotzdem, jetzt seht ihr das, die Foundation scheint so ein bisschen durch. Das ist so, es ist matt, aber auch nicht leblos. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich habe hier noch ein Puder gefunden. Das Brightening Under Eye Powder. Okay, das ist jetzt genug Puder, glaube ich. Aber was es noch gibt, ist hier Eyebrow Pen und Pomade. Ihr habt auf der einen Seite so eine kleine Pomade und auf der anderen Seite einen Pinsel. Ich will jetzt nicht zu viel benutzen. Ich habe hier noch ein bisschen Produkt mit dran. Damit gehe ich jetzt hier mal vorsichtig. Schaut mal hier. Habe ich ein bisschen rumgespielt. Habe ich immer noch den Swatch. Arbeite sowas immer ganz gerne erstmal in die Hand mit ein, dass ich nicht zu viel Produkt am Pinsel habe. Und dann kann ich hier einfach die Augenbraue ganz leicht auffüllen. Das ist die Farbe Ash Brown oder so. Cool Deep Brown. Also ein sehr, sehr kühler Ton. Einfach um so ein paar Lücken aufzufüllen. Damit würde ich jetzt nicht unbedingt Härchen malen. Aber um etwas Fülle mit reinzukriegen, ist das ziemlich gut. Und ich weiß, das wird viele, viele freuen. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber ich weiß, viele sind es. Ich glaube, ich bin nur kein Fan davon, weil ich einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Und das ist das Thema Tubing Mascara. Tubing Mascaren, die ist ganz spannend. Also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin. Tubing Mascaren schmieren nicht oder bröckeln. Also, ne, die verschmieren nicht, sondern du kannst sie dann einfach so abziehen. Die bilden wie so eine Tube um die einzelnen Wimpern. Gibt es hier auch von Namen. Riecht nach gar nichts. Füßchen ist sehr spannend. Es hat oben wie so ein kleines Bällchen mit dran. Oh, da bin ich sehr gespannt, weil ich nicht so Erfahrung mit Tubing-Mascaren habe. Ich glaube, ich hatte mal eine von Kat Von D. Es gibt halt auch nicht so viele. Gerade nicht in dem Preissegment. Aber vielleicht habe ich ja eine Maus hier in der Community, die auf Tubing-Mascaren schwört. Dann schreibt mir unbedingt mal bitte den Grund hin. Also, was macht die Tubing-Mascara so besonders und wieso brauchen wir Tubing-Mascara? Also, der Lippenstift ist ja ein Traum. Ich will mal was probieren, weil mir jetzt noch ein bisschen zu viel Produkt dran ist. Ich nehme das dann meistens mit so einem Zewa ab. Jetzt könnt ihr hier auch dieses Bällchen da oben dran sehen, ne? Ja, also die Mascara haut mich jetzt nicht so um. Ich glaube, sie ist zu schwer oder ich habe halt keine Erfahrung, wie man mit Tubing Mascara umgeht. Vielleicht muss man sie besonders auftragen, aber meine Haut sieht
unglaublich schön aus. 10 von 10. Was ich euch definitiv noch mit auf den Weg geben kann, sind die Lipglosser. Ich habe jetzt hier die Farbe Soft Touch. Ich gebe jetzt ihn nochmal rüber. Braucht man eigentlich nicht. Der hat halt so ein paar Schimmerpartikel mit drin und macht das Ganze noch deutlich, deutlich glossiger. Ihr süßen Mäuse, das war ein Volltreffer. Bis auf die Mascara. Ich glaube, da bin ich aber einfach, weiß ich nicht, vielleicht, wie gesagt, ich habe sie noch nie benutzt. Keine Ahnung. Aber schaut euch bitte einmal kurz den Rest an. Sehe ich gut aus? Sieht mein Make-up gut aus? Ja, super Qualität. Die Foundation hält übrigens sehr, 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 sehr lange. Gerade hatten wir 23 Grad oder so. 10 von 10. Schaut da gerne mal vorbei. Ich weiß, es ist immer super ärgerlich, wenn nur online ist. Und gerade mit den Farben oder so. Wenn nicht, schreibt mir gerne. Ich habe einige Farben hier. Dann können wir das Ganze nochmal per Direktnachricht bei Instagram oder so irgendwie probieren zu klären. Ansonsten, ich verlinke euch mal unten die Produkte von Naomi Rossmann online. Und ihr könnt natürlich, ihr seid diejenigen, die es schaffen, so eine Marke auch in die Drogerie zu bekommen. Sei es auch nur vielleicht mal ein Aufsteller oder so. Das heißt, wenn die Produkte gut funktionieren, auch online, dann ist die Chance, dass sowas vielleicht ab und zu mal im Laden vorbeischaut, doch ein bisschen höher. Mir gefällt das Make-up sehr, sehr gut. Genauso wie damals. Schaut euch auch gerne das alte Video einmal an. Ja, hat Spaß gemacht, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf.